Diese Methode hat alles aufgehalten bisher. Nicht nur abgelenkt, sie ist ein wunderbares Alibi für diejenigen, die sagen, dass sie eine altbekannte politische Methode zustimmen, weil Ablehnung gesichert. Weil man eine Forderung erheben, die klingt ganz gut, man weiß sowieso, sie kommt nicht durch, wenn man läuft, weiß, wie das da abläuft. Oder wenn es nicht rausgekommen ist, sagen wir, haben ja unser Bestes versucht, leider ist nicht mehr zustande gekommen. Das ist ein globales Problem und globales Problem kann nur eine globale Lösung nach sich ziehen. Es muss dort gelöst werden, sonst geht es gar nicht. Alle oder keiner. Das ist das zweite stillschweigende Motto. Alle oder keiner. Natürlich sind nicht alle bösartig, die da hinkommen. Natürlich haben einige guten Willen. Und sie bemühen sich, aber sie laufen mit hängender Zunge diesem Problem hinterher und sind permanent, weil es ja nicht möglich ist, einen Weltvertrag zu machen ohne Konsens, laufen sie mit hängender Zunge dem Konsens hinterher und sind immer mehr bereit, darauf in einer Weise Rücksicht zu nehmen, die allmählich unerträglich geworden ist. Denn es gibt einen nicht übersehbaren, egal um welche Frage es geht, Widerspruch zwischen Konsens und Beschleunigung. Wir müssen den Wechsel des Energiesystems von atomaren und fossilen Energien zu erneuerbaren Energien beschleunigen. Und zwar massiv beschleunigen. Und wenn man aber einen Weltkonsens, sonst gibt es keinen Vertrag mit den erforderlichen Mitgliedstaaten und Unterschriften, bis er erfolgreichswirksam wird. Wenn man also aber auf einen Konsens setzt, dann muss man wissen, dauert es und wird das Ergebnis verwässert. Das ist nicht vermeidbar. Das ist bei manchen Kompromissen dann immer noch produktiv. Aber nicht mehr der richtige Ansatz, wenn es um eine Frage geht, in der wir uns im Wettlauf mit der Zeit befinden. Dann geht das nicht mehr auf. Wo man nicht auf einen Konsens warten kann. Das heißt, wir müssen beschleunigen und wer beschleunigen will, kann nicht auf einen Konsens warten. Das heißt, diese Entwicklung braucht Vorreiter. Und das mag jetzt etwas merkwürdig klingen oder als Ausrede erscheinen, weil man sich die Mühen der Verhandlungsebenen ersparen will. Es ist aber viel realistischer. Man muss dazu nur zwei Dinge wissen. Erstens, man muss wissen, dass es keinen Grund gibt, zwingend einen Weg zu forcieren, nur dann, wenn es die anderen auch tun. Jedenfalls nicht in dieser Frage. Der grundlegende Webfehler dieser ganzen weltweiten Bemühungen ist ein Vorurteil. Das Vorurteil, dass der Wechsel des Energiesystems eine wirtschaftliche Last sei. Und wenn eine wirtschaftliche, was als wirtschaftliche Last empfunden wird, führt automatisch dann zum großen Gefeitsche der Lastenverteilung. Automatisch. Weil dann doch derjenige, der es machen würde, ohne dass die anderen auch tun, sich selber benachteiligen würde und der andere übervorteilt würde. Sich selbst übervorteilen könnte. Und das ist der grundlegende Irrtum, denn die These war von Anfang an falsch. Die These, dass das eine Last ist, stimmt nur für einen einzigen Faktor. Das ist der Faktor der herkömmlichen atomarfossilen Energiewirtschaft. Nur für die. Für die ist dieser Energiewechsel eine schwere Belastung, sogar ihr möglicher, ihr wahrscheinlicher Untergang. Und ihr Denken, dass das eine Sache ist, die schwerwiegend schaden könnte, hat sich auf Regierungen übertragen. Weil, und da kommt etwas zum Ausdruck, was eine hundertjährige Tradition hat, weil die Regierungen mehr und mehr das Denken der Energiewirtschaft übernommen haben. Und sie haben es übernommen, weil die Energie Frage nun eine besondere ist, weil jede Regierung natürlich weiß,
dass ohne Energie gar nichts möglich ist. Keine wirtschaftliche Entwicklung, überhaupt nichts. Und wegen dieser Besonderheit, die ziemlich einmalig ist, das gibt es sonst nur noch für Wasser und Nahrungsmittel, wegen dieser Besonderheit hat sich die Energiewirtschaft in eine Rolle hineinbringen können und ist hineingezogen worden, in der sie im Grunde genommen sich als vierte Gewalt aufspielt und teilweise Regierungen oder Staaten im Staate der Energiewirtschaften sind. So hat sich das entwickelt, mit Prozessen, die wie selbstverständlich abgelaufen sind. Natürlich wird dann auch noch ein bisschen nachgeholfen. Das Nachhilfen geschieht durch enge personelle Verflechtungen. Es geschieht durch jede Menge öffentlichen Druck. Es geschieht durch Desinformationen in ihrer Öffentlichkeitsarbeit, Angst machen, Angstkampagnen. Und es geschieht natürlich auch durch Formen direkter, illegaler und indirekter, legalisierter Korruption. In der Sendung Frontal 21, eine Sondersendung des ZDF, eine Dreiviertelstunde lang über das Energiekartell vor ungefähr anderthalb Jahren, wurde man gezeigt, wie ein Gesetzentwurf, den das Bundeswirtschaftsministerium eingereicht hatte, deckungsgleich war, wortgleich war mit einem Entwurf, den sie gezeigt hatten, der im Hause RWE entstanden war. Und dann fragte mich der Reporter, wie denn sowas entstehen könne. Das sei doch sicherlich nicht das erste Mal. Nein, das ist nicht das erste Mal. Das hat seinen Grund in der legalisierten Korruption, die in Deutschland sehr stark praktiziert wird. Fragt ihr, was ist denn das? Sagte ich, das ist die Methode, bezahlt wird später durch Anschlusstätigkeit nach dem Ministeramt, nach dem Staatssekretäramt, nach dem Oberbürgermeister. Dann fragte er, können Sie ein paar Namen nennen? Dann habe ich gesagt, das mache ich jetzt nicht, damit Sie mir nicht vorwerfen können, wen ich alles vergessen hätte. Aber die Situation ist mittlerweile längst so, dass im Grunde genommen keine Partei davon verschont geblieben ist. Mit einzelnen Leuten. Man sollte die Parteien damit nicht automatisch identifizieren. Aber die Parteien könnten allesamt mehr tun, damit nicht identifiziert zu werden, indem sie sich von solchen Leuten radikal distanzieren. Das macht sie nicht auch. Radikal distanzieren. Also, sich rumquälen, ob man einen Herrn Clement aus der SPD rausschmeißen kann oder nicht, das war längst überfällig, dass der die SPD verlässt. Das ist eine Geschichte nochmal besonderer Art, die sich in unmittelbarer Nachbarschaft von Mannheim im hessischen Rahmen vor ungefähr 2 Jahren abgespielt hat, ein bis zwei Jahren abgespielt hat. Aber dazu will ich jetzt nicht reden. Wir haben es also mit der Frage zu tun, was ist denn mit dem wirtschaftlichen Nachteil? Denn es ist ein Vorteil und den will ich natürlich auch beschreiben. Und der Vorteil schlägt sich umso mehr nieder, wirkt sich umso mehr aus, je mehr man von der zentralisierten Ebene politischen und wirtschaftlichen Handelns auf die lokale Ebene kommt. Umso mehr. So, das ist der eine Grundfehler. Der zweite Grundfehler ist, dass man denkt, der gibt sich aber mit aus dem ersten, dass man denkt, Alleingänge seien schädlich oder gar nicht machbar. Und genau das ist der nächste Irrtum. Frankreich hat heute bekanntlich 80% seiner Stromversorgung aus Atomenergie. Die haben, obwohl Atomkraftwerke die längste Bauzeit aller Kraftwerke haben, als sie angefangen haben, um von 0 auf 60% zu kommen, gerade mal in den 60er, 70er Jahren, gerade mal 15 Jahre dazu gebraucht. Warum soll man bei erneuerbaren Energien nicht auch in 15 Jahren auf 60% kommen, wo doch die Installation
erneuerbare Energieanlagen deutlich schneller geht als jedes Atomkraftwerk. Warum denn auch nicht?